Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, weiter geht's. Ja, wir wollten ja hier jetzt erstmal den Sand aufsammeln. Ja, okay, blöd. Können wir nicht mehr aufsammeln. Da hinten ist immer noch der Slime. Wir müssen hier erstmal ein bisschen Erde loswerden. Wir haben nämlich keinen Taschenplatz mehr frei. Habe ich dann doch vielleicht ein bisschen das zu gut gemeint und ein bisschen zu viel Erde eingepackt. Ich hoffe, das wird auch alles so rausgedrückt und weggedrückt, wie ich mir das denke. Nicht, dass die Hälfte da wieder eingeklemmt wird und dann geht uns wieder Sand verloren. Jetzt sollten wir es aber aufsammeln können. So. Das mit dem Tauchen, das ist echt ein Graus. Ja, mal gucken, wie spät ist es? Ja, okay, wir sollten jetzt vielleicht mal ein bisschen hinmachen. Es wird nämlich dunkel und wir sollten zusehen, dass wir jetzt reinkommen und dann mal schnell eine Runde schlafen gehen und dann werden wir wiederkommen. Also erstmal schnell reingesprintet und nach Hause gelaufen und zack ins Bettchen gelegt. Und wenn wir dann schon mal hier sind, dann können wir ja auch schon mal runterlaufen in den Keller. Ich denke mal, wir können das erste Mal schon Glas reinstopfen. Während wir dann Glas abbauen, können wir gleich noch eine Runde Glas einschmelzen. Ja, die sind fertig. So, das rein, das raus. Und vor allen Dingen das ganz raus. Ja, wir lassen auch mal ein bisschen Cobblestone hier. Also so viel müssen wir jetzt echt nicht mitnehmen. Da werden wir noch genügend dazu kriegen. Zur Not kommen wir hier hoch an die Kiste und holen uns von hier Steine wieder raus. Da braten wir dann mal einen halben durch. Das schmeißen wir noch raus. Ja, die Creeper, die haben es mir echt richtig besorgt. Mein schönes Glas. Dürfen die das einfach so? So, noch schnell einen Happenpappen und weiter geht's. Ding, 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 ding. Ja, Endertruhen schrieb ja auch jemand, sollten wir mal aufstellen, werden wir noch machen. Müssen wir dann, aua, hallo? Müssen wir uns dann nur mal drum kümmern, wohin damit? Also ich möchte da schon sinnvolle Plätze für haben, bevor ich die aufstelle. Der ist ja immer noch da. Na komm her, jetzt kriegst du, was du brauchst. Wir brauchen sowieso neue Slimes von daher, also neue Slime Balls. Von daher ist das gar nicht so verkehrt. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Bing, bing. Bing und bing. Dass sie tagsüber da sind, finde ich allerdings sehr eigenartig. Also ich hätte jetzt erwartet, dass die dann, weil da stand ja irgendwie, die spawnen nur nachts, dass die dann auch weg sind. Aber im Wasser hüpfen die auch nicht so wirklich. Also halte ich dann irgendwie für einen Programmfehler. Wir nehmen erstmal nur den ganzen Lehm raus. Den wollte ich sowieso haben. Nur von über der Oberfläche funktioniert das besser. Also trotzdem mal schon mal aufsammeln. Ja, und dann werden wir da hinten wohl noch etwas Sand weiterhin abbauen. Ja, Muku. Ja, das ist auch nur zwei tief, das geht. Besorgen wir uns hier noch ein bisschen Sand.
Na, das hat ja super funktioniert hier im Augenblick. Mal wieder. So, überhaupt nicht. So, zack, Erde. So. Aua, 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 aua. Aua, das sollte nicht passieren. Da war ich zu langsam. Ja, den Tauchhelm. Jetzt fällt es mir wieder ein. Wir brauchen. Also, ich hätte den eigentlich tierisch gerne, diesen Tauchhelm. Ja, ich möchte aber auch ein bisschen Strand stehen lassen, fällt mir mal so ein. Da sind wir unten schon bei der Erde. Na, dann machen wir erstmal hier alles klar. Dann müssen wir mal auf die andere Seite und dann nehmen wir hier erstmal alles, was jetzt nur so ein Block noch ist, nehmen wir noch raus. Und dann füllen wir unser Loch hier erstmal wieder auf. So. Und ich denke mal, wenn ich jetzt gleich mal in meinem Gepäck reingucke, bevor wir ertrinken, 58, ja, das ist ganz okay. Dann machen wir da nochmal einen zweiten Stack draus und dann sollten wir auch erstmal genügend Glas haben. Das wird dann für die Tunnel natürlich bei weitem noch nicht reichen, aber es ist ein Anfang, auf jeden Fall, dass wir da unten in der Höhle gut vorwärts kommen. Dass wir da unseren Tunnel erstmal so weit weiterbauen können. Das ist mir erstmal am wichtigsten, dass da noch ein paar Creeper kommen können und dann ein paar Creeper explodieren können. Habe ich ja immer besonders gerne. So, ja, ein bisschen Erde schmeißen wir aber auf jeden Fall raus. Um genau zu sein, schmeißen wir zwei Stacks gleich wieder raus. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie viel Glas da jetzt schon gebraten wurde. So viel sollte das jetzt noch nicht sein. So, rennen, 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 Flitz. Und zack, sind wir schon drin. Ja, Hundis, ihr beschützt mich auch nicht vor den Creepern. Den Slime raus. Wäre nochmal vielleicht sogar ein Ideechen, die Hunde mitzunehmen, damit die mir die Creeper da vom Leib halten. So, das können wir schon mal reinpacken und dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall hier schon mal den halben mit. Und 24 geht auch nochmal auf. Und dann nehmen wir die noch mit und dann ist gut. Und ja, zwei Sand packen wir einfach mal zing, hier mit rein. Da packen wir auch mal den Lehm mit rein und dann geht es jetzt schon wieder abwärts, nachdem wir dann nochmal schnell die Erde losgeworden sind. Abwärts und weitergebaut. Der ist diesmal über uns. Gut, den holen wir uns dann aber nochmal. Wie schaut's? Oh, sogar ein großer. Und ich kann ihn sogar mit dem Schwert treffen. Das ist schön. Bei manchen geht es ja nicht. Da muss man dann halt den Bogen benutzen. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder nicht. Aber falls es so gewollt ist, finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass man dann nicht alles mit dem Schwert breithauen kann, sondern dann auch mal den Bogen einfach benutzt. Bogen würde ich ja tierisch gerne bei Creepern benutzen. Das Problem ist nur, das ist irgendwie. Die wollen das anscheinend nicht so. Ah, blöd. Jetzt habe ich den ganzen Cobblestone rausgeschmissen. Jetzt hätten wir noch gut welchen nachlegen können. Naja, aber mit unserem, was wir jetzt hier haben, da kommen wir schon mal eine ganze Ecke weiter. Weiter, weiter, weiter. Außer da steht jetzt gleich irgendwie wieder so irgendein Mob um die Ecke. Das wäre jetzt auch noch cool gewesen. So aufgeschaufelt, Creeper. Kspr, fertig. Das wäre es ja noch gewesen. So, hier. Ha, hu. Wo wollen die eigentlich immer alle herkommen? Oh, da ist ein Slime Creeper.
appeared. Aber da möchte ich jetzt im Augenblick gar nicht ran, sondern. Nee, das ist ja falsch. Oh! Lass das! Na komm her. Hab dich schon erwartet. Zing! Da ist er um. Gar keine Steine in die Leiste. Ja, zing, zing. Mann, bin ich froh, wenn wir hier mal Pferd haben. Ja, da kommt nämlich Glas hin. Ihr seht schon, die haben mich alle fürchterlich lieb. So, da kommt aber nochmal der Stein hin. Und wir müssen auch nochmal auf die andere Seite. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Und zwar da und da. Da kommt nämlich noch normaler Stein hin. Und, na, falsche Spitzhacke, aber der kommt auch raus. Da kommt nämlich Glas hin. So. Bing, bing. Ja, der Zombie, der scheint hier immer noch rum zu vegetieren. Der nervt so ein bisschen. So, Stein, Stein. Na, komm noch. Stein, Stein. Zu viel Stein. Stein, Stein. Diesmal habe ich ihn gesehen. Kommst du da jetzt gleich um die Ecke? Ja. Einmal und zack, zweimal. Diesmal habe ich ihn gesehen. Ich hoffe, ich sehe seine Freunde halt auch regelmäßig. Gut, okay, wenn er immer aus der Ecke da kommt, dann wenigstens da mal irgendwie noch ein Fäckelchen hin. Wie kriegen wir denn jetzt hier? Zack, geht. So. Ja, ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus mit dem Glastunnel, aber wie gesagt, ne, das ist nicht ganz so auf die Schnelle gebaut. Das dauert dann natürlich ein Sekündchen länger. Aber ich denke, ihr seid doch bereit, da auch ein Sekündchen länger zu warten. Das ist denn schick wird. So, mal ein Stück zurücklaufen. Die Stufen. Katsching, katsching. Das Eisen. Warum habe ich denn das Eisen nicht rausgenommen? Ah, jetzt brauche ich wieder Erde. Dieses im Gepäck rumwühlen, das kann ich immer überhaupt nicht feiern. Das ist so ein bisschen schlecht irgendwie immer. Ja, die kommt weg. Die packen wir dann dahin. Soll so passen. Stein, Stein. Glas. Ich will es ja natürlich lassen. Also das Ganze hier. Sieht doch so gar nicht so schlecht aus. Ja, das ist so ein bisschen, ja, sieht ein bisschen freakig aus, aber irgendwie auch gut. So, daraus und daraus. Da können wir. Ah, das war doch wieder falsch. Naja, muss die sowieso erstmal rausnehmen. So, da, da, da. Runtergefallen und dann gesetzt. Das passt nicht. So, Ding, Ding und. Ja, hier können wir jetzt erstmal nochmal. Nee, das war falsch. Ha. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Nein, voll vorbeigeballert. Boah, bin ich schlecht. Ha! Ja, gut, okay. Haben wir das auch überlebt? Ey, die kommen. Was war das jetzt? Von wo schießt der denn jetzt? Ja, Leute, während ich hier in todesmutiger Absicht erstmal den Rückwärtsgang einlege, sage ich erstmal Tschüss, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wo ich mich weiter mit dem Mops rumprügel beim Tunnelbauen. Also, macht's gut!